Ja, herzlich willkommen. Es ist leider schon wieder passiert. Der Browser ist schon wieder abgestürzt. Danke dafür. Naja, der ist halt ein Internetbrowser, ne? Der ist halt nicht dafür ausgelegt, die 24/7 die ganze Zeit durchzuarbeiten. Vor allem arbeite ich auch währenddessen die ganze Zeit mit Chromium. Also, ja, der wird halt aktiv genutzt und das macht er natürlich im 24-Stunden-Betrieb durchweg dauerhaft natürlich nicht mit. Ist halt ein Internetbrowser, ne? Und gerade wenn du halt mit Flash-Apps und sowas arbeitest, ist praktisch ein Absturz vorprogrammiert. Fakt ist auf jeden Fall, ja, in dem Zusammenhang können wir es natürlich jetzt vergessen, dass wir hier noch irgendwie weiterkommen, weil wir haben leider halt unsere gesamte Combo verloren. Und damit steht er Lichtjahre weit entfernt. Von daher würde ich mal sagen, ja, geht ja halt nicht anders. Wir machen jetzt einfach die Transcension, weil jetzt wird wieder aufbauen. Ich würde wieder einen gesamten Tag verschwenden, um überhaupt ihn kaufen zu können. Es bringt halt tatsächlich jetzt einfach nichts mehr. Ja. Die Transcension also doch früher als gewollt, aber gut. So, von der Transcension immer wichtig, es senden, weil jetzt würden wir 9 bekommen, weil nur die Hero Souls zählen, die wir tatsächlich haben. Heißt also die hier. Wenn wir es senden, bekommen wir aber die noch dazu. Das heißt, bupp, jetzt haben wir 114 und mit denen können wir hier jetzt schon für 11 überschreiten. Andererseits bin ich aber auch am Überlegen, ob wir vielleicht jetzt nur Ascenden, jetzt nochmal alles hier reinbuttern und für 20 quasi dann nochmal gucken, wie weit wir kommen. Aber ich glaube mal, mal gucken, wie weit wir kommen würden. Auf Level 10 ist es auch nicht alles. Naja, nee, das bringt gar nichts. Gut, das heißt also, wir transcenden tatsächlich jetzt einfach mal. Ja. Und dann machen wir. Ich mache sicher erstmal Speichern. So, bam, bam, sicher ist sicher. Bevor ich jetzt irgendeine Scheiße baue. Und zwar überschreiten. Ja. Jetzt Shop. Schnellaufstieg. Bop. Yay, wir haben 7 Heldenseelen. Können uns damit jetzt wieder. Was eine verfickte Scheiße. Ich möchte angeben, dass das alles absolut. Boah, jetzt kommt. Also ich gebe zu, ein so riesen Pech hatte ich noch nie gehabt. Bei 11 Versuchen, nicht unseren Roller. Gut, dann machen wir was anders. Wir nutzen einen kleinen Trick. Und zwar gibt es den Trick, importieren. Und zwar gibt es den Trick, ich bin hier rausgegangen, hallo, danke. Gibt es den Trick, normalerweise würde man, wenn man jetzt hier rauf geht und. Hä? Hab ich nicht, hab ich. Oh, achso, doch, genau, ich habe vor der Transaction gespeichert. Na gut. Ja. So. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt in den Shop gehen und sagen, Helden, Dingsabumster, Bob, okay. Jetzt sind wir vor dem gleichen Ding wie gerade eben. Das heißt, also müssten eigentlich. Das heißt, also wir gucken hier rauf, alles scheiße. Jetzt kann man sagen, okay, ich aktualisiere, das kostet aber. Und da gibt es einen ganz kleinen Trick, weil das hier kostet. Man kann aber einfach noch eine Transaction machen, weil die Transaction ist tatsächlich. Dingsabumsa.
Nee, geht doch nicht. Das geht nur, wenn man genug. Das ist Bullshit. Hä, wer hat denn das letzte funktioniert gehabt? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ja, eben, nee, es geht gar nicht, was ich gerade erzählt habe. Okay, nevermind, vergiss das. Ja, das ist natürlich hier ein absoluter Traum. Das ist ein absoluter Traum. Wie kann man so viel Pech haben? Schatztruhen, ist alles Schwachsinn. Klickschaden. Das würde was bringen, aber wir kommen maximal bis Level 3. Nicht mal, wir kommen nur bis Level 2. Alter, ganz ehrlich, also so viel Pech hatte ich echt noch nie gehabt. Boah, ist das Dreck. Ey, wie kann man so viel Pech haben? Ich meine, dass ich am Anfang vielleicht hier zweimal aktualisieren musste, kam schon vorher. Ich glaube, ich musste auch einmal, dreimal aktualisieren. Aber wir haben 7 Stück bekommen. Wir hätten also 7 aktualisieren können. Und es war in allen 7 nicht unser Jojo mit dabei. Das ist Bullshit. Das ist echt krank. Jetzt weiß ich nicht, würde das funktionieren, wenn wir vor dem Rubin kaufen, zweimal Transzenden. Ob wir dann davon irgendwas haben. Quatsch, hier, da. Ah, tatsächlich. Und jetzt wieder gleich beim ersten Mal. Alter, das ist so, wer kommt denn aus so eine Scheiße? Boah. Es ist eigentlich tatsächlich schon Cheaten, was wir jetzt gerade hier machen. Weil normalerweise müssten wir uns trotzdem auf den ersten Zufall verlassen. Aber 7-mal Niete. Das ist echt heftig. Boah, ist das ein Dreck. Das kannst du nicht machen. Halleluja. Nice. Okay. Gut. Das heißt, wir haben wieder unsere Combo. Nicht viel. Reicht aber erstmal, um bis Level 100 zu kommen, weil wir müssten jetzt beim ersten Mal nur über Level 100 kommen. Also, falsch, bis ungefähr Level 105 oder Level 110. Sobald der erste Urboss kommt. Weil, sobald der erste Urboss kommt, können wir nämlich sagen, können wir gar nicht sagen. Nee, wir brauchen hier noch diesen komischen Typen. Pyramidikus. Was für ein Pyramidikus? Ich dachte, den gibt es gar nicht mehr. Pyra. Das gibt's eine Katastrophe. Das gibt's eine Katastrophe. Wer ist denn dieser Pyramidikus? Leute, ich bin komplett raus. Boah, okay, stopp mal. Das geht hier gar nicht. Das ist ja gerade alles hier ein bisschen zu heftig, ne? Sorry, wir müssen jetzt mal gucken, was hier abgeht. Also. Ach, komm, jetzt hin. Kotz mich hier nicht an. Also.
Alter. Ponyboy. Mal gucken, ob das geht. Ja, es geht. Ponyboy is one of the outsiders kicker here. The increase the number of fuel sold gained from primal bosses. Genau. However, exclusive Omid, who only gives one hero soul up defeated. Bla bla bla. Ponyboy was added by game in patch 1.0. Den Patch haben wir bereits hinter, weil wir spielen hier mit der 1.0e. So, das heißt, das könnte auch für uns. And original increase effective of Solomon. Who was the move later? Ah, okay. Also bin ich genau zwischen den Fronten geraten. Das hier ist noch so alt, dass hier die alte Taktik gilt. Das heißt, wir brauchen Solomon. Aber wie heißt jetzt hier Solomon? Heißt Solomon hier Solomon? Alter, wir gehen auf die englische Variante. Boah. Weil im Deutschen haben die alle andere Namen. Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Deshalb. Komm ich weg hier. Deshalb gehen wir erstmal hier hin, sagen Sprache Englisch. Bumm. Jetzt können wir mal gucken, wer hier Solomon ist. Solo, 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 Solomon. You all. Solo, solo, solo. Solomon. Ach, der Typ. Wow. Ist das behindert. Das ist echt behindert. So, Transcend. Bam. Okay, nochmal Transcenden. Bam. So, und jetzt brauchen wir Solomon. Ja. Genau, das haben wir als erstes ihn. Sehr schön. Und Solomon dafür. Prozent nur? Oh mein Gott. Ah, okay, ist immer 1. Okay, okay, gut, dann macht es Sinn. Dann ist es nämlich hier nicht so viel wie gehofft. Aber 1000%, das wäre also das mindestens 10-fache. Wir bekommen also gerade 50% mehr. Aber steht halt sogar. 55%. Das ist ein Witz. Oh mein Gott. Boah, das geht doch gar nicht. Tja, damit sind also alle meine Strategien erstmal komplett irrelevant geworden, weil ich erstmal gucken muss, wie wir überhaupt weiterkommen. Ist das behindert? Oh, ist das behindert? Ne, das geht ja gar nicht. Das ist alles Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Ja. Dann müssen wir also ganz schnell hinter Level 100 kommen, ganz schnell Hero Souls bekommen, damit wir ganz schnell diese beiden Typen hier hochleveln können. Eigentlich wäre es nämlich so gewesen, seine Aufgabe übernimmt komplett er. Hier hätten wir jetzt schon weit über den Faktor 1000 gehabt, so wie wir jetzt haben. Aber halt nicht als Effektivität für ihn, sondern direkt als Prozentwert für das, was wir an Hero Souls bekommen. Das heißt also, wir hätten jetzt schon das 10-fache an Hero Souls bekommen. So bekommen wir gerade noch das 1,5-fache. Also insgesamt ein Sechstel von dem, was wir eigentlich klassisch bekommen hätten, also nicht klassisch, also mit der anderen, so wie Mobilversion und mit der neueren Klicker-Hero-Version.
Ach du Kacke. Oh, ist das mies. Das wird ein spaßiges Let's Play. Oh Gott. Oh Gott, ich will sterben. Einfach nur sterben. Ja, komm, hier mach ne. Gut, das heißt, wir ziehen das ganz schnell hoch bis Level 100. Ich mache jetzt auch eine Special-Folge. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier gerade. Ja. Das ist echt mies. Ach du Kacke. Sowas kann auch nur wieder am Ronny passieren hier, ne? Sowas kann echt nur am Ronny passieren. Gut, da kriegen wir erstmal schöne Bonus. Gut, das ist natürlich erstmal Schwachsinn. Ja. So, dann geben wir uns erstmal einen kleinen Boost. Oder machen. Ja doch, komm, geben wir erstmal den kleinen Boost hier. So. Wow. I hope I don't die. Klar wirst du dein. Gut, dann können wir nämlich jetzt erstmal hier bam. Bam. Und ihn auf Level 10 vielleicht. Schaffen wir das schon? Oder auch nicht? Haben die jetzt schon mehr Effektivität? Ja, jetzt haben die schon mehr Effektivität. Dann kommst jetzt praktisch du dran. Zweiter, nee, schafft er eh nie. So, damit können wir gleich hier weiter hochlegen und bam, nochmal genau das gleiche. Oh, Alter, dass man hier nicht scrollen darf. Das ist so Bullshit, ey. Mich regt gerade das gesamte Spiel auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke, danke. Oh Mann, Alter, das ist hier echt Katastrophe. Danke, danke. Immer gib ihm. Das ist Katastrophe, wie kann ein Mensch so viel Pech haben? Ist überhaupt was? Ein bisschen. Gut, mit dem warte ich immer noch ein bisschen. Was wir stattdessen lieber machen ist. Gott, für den brauchen wir noch eine ganze Menge. Gut, wie gesagt, erstmal alle hier auf Level 10 hochziehen. Was eher nicht so schön schnell geht, wie ich gehofft habe. Und bei Level 20 fangen wir schon an zu stocken. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich mir echt ein bisschen anders vorgestellt. Auf jeden Fall, ganz ehrlich, ich glaube, wir bleiben bei der englischen Version hier. Sonst komme ich mit dem Namen, sonst ist ja hier. Ist hier. Siehst du, der hier mit auch ganz anders. Juggernaut. Und in der deutschen Version heißt der irgendwie Moloch oder irgendwie sowas. Glaube. Komplett andere Namen. Wie kann man sowas machen? Das ist doch echt total behindert.
Na, wie gesagt, wir bleiben bei der englischen Version. So oft, wie das Wiki brauche, ja, werde ich das wieder mal belassen. Mit der englischen Version erstmal. Schatzkiste. Machen wir das doch schon. Das wäre halt doch mal ein schöner Boost. Aber eben, mehr als ein Boost wäre es halt auch nicht, leider. Der hält dann auch wieder mal kurz an. Das ist hart, das ist echt, das ist echt. Ich weiß nicht. Irgendwie. Komm, fuck off. Warum so eine scheiß Quests? Ich will sterben. So, jetzt sind wir aber alle erst schön auf Level 10. Ach, das wird schon nichts mehr. Gut. Schade eigentlich. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ivan, wo ist denn Ivan? Ach, der Typ hier. Schaffen wir den? Nein, noch nicht. Ah, gut. Ja. Ach Mann, ey. So. Komm, kritischen vergrößern. Ach nee, nicht kritischen Klick, sondern allgemein Klick. Egal, geht auch. Danke. So. Ja, komm, mach halt hin. Ich wollte das eigentlich Kind Deep One machen, ey. Aber das bringt ja nichts. So. Ich fick dich so hart, ganz ehrlich. Ich fick dich so hart. Ja, nach der ersten Transition wird alles besser. Da werden wir voll hart durchstarten, ne? Da werden wir alle richtig in den Arsch ficken. Ich glaube gerade, das Spiel fickt gerade eher mich in den Arsch. Ich muss erstmal gucken, ich mache jetzt erstmal die Aufnahme hier und dann gucke ich mal, vielleicht kriege ich ja bei den anderen Versionen des Spiels doch ein bisschen was zum Laufen. Ne, die ganzen offiziellen Seiten, da kommt halt der Ladebalken, aber der Playbutton kommt dann halt nicht. Jetzt stand da überall in den Foren, dass man dann seinen Browser-Cache zurücksetzen soll, dass man das dadurch kommt, dass man ältere Versionen gespielt hat. Das Problem bei mir ist nur, ich habe ja erst die neuere Version probiert. Das heißt, sie hat schon von Anfang an nicht funktioniert. Und erst dann habe ich mich ja nach der älteren Version hier umgeschaut. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Als ich das erste Mal Clickerheroes geöffnet hatte, hatte ich quasi eine saubere Umgebung. Deswegen bin ich da echt ein bisschen ja, komplett... Das ist Bullshit, ganz ehrlich. Das ist Bullshit. Oh, das ist mies. Und schon steigt Niveau auf Level 30. Ja gut, okay. Da. Ich würde mal sagen, das war's. Ich muss erstmal gucken, wie wir weitermachen.
denn das bringt ja so gar nichts. Auf jeden Fall bringt das mit dem aktiven Bild so erstmal nichts. Ich glaube, wir sollten doch eher auf dem passiven Bild gehen. Ich meine, der Browser stürzt zum Glück nicht so häufig ab wie meine mobile App, aber ich schließe halt gerne doch ab und zu mal ab. Das ist einfach so traurig. Okay, komm, wir gehen auf ein passives Bild. Das bringt ja hier alles eher nicht so. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung. Normalerweise würde ich das so machen, wir gehen nicht auf ihn, also zumindest nicht komplett auf ihn, sondern wir gehen halt auch auf ihn hier. Und holen uns dann hier praktisch Solomon und halt nicht ihn, sondern halt einen der, ja, nicht die, sondern hier, na, die beide, die Schaden pro Sekunde und Gold erhöhen, wenn man inaktiv ist. Ich weiß aber echt nicht, ob das so viel bringt. Wir probieren es einfach mal. Komm, das ist doch hier. Also, das mit dem aktiven Bild, das wird bei der Version gar nichts. Das können wir komplett vergessen. Da kommen wir nicht aus dem Pushen. Müssen wir erstmal ein bisschen rumprobieren, ne? Das bringt ja nichts. So, genau. Ne, der hier. Genau, das ist erstmal nur für Gold. Akzeptiere ich aber erstmal. So, haben wir jetzt noch den für Schaden. Ah, siehst du, haben wir gleich als zweites ihn. Aber der für mehr Schaden, den bekommen wir leider nicht. Gut, dann lassen wir das erstmal und takten die bei dir erstmal hoch. So, das war's dann auch schon. Yay. Jetzt buttern wir erstmal hier ein bisschen was rein. 500% plus ist ganz gut. Hier auch nochmal 500%, haben wir noch eine übrig. So. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir wieder noch bekommen. Achso, ja, genau. Nichts anderes. Gut, ja. Dann spielen wir jetzt also mit einem rein passiven Bild. Geht ja nicht anders. Das ist Bullshit. Das ist echt Bullshit. Ja, komm. So, mal gucken. Wir haben das Ding hier wieder. Haben wir jetzt wieder alles hier geleckt. 30 Minuten Quest, nochmal besser als gar nichts. Wer gibt das wenigste? Du gibst das wenigste, dankeschön. So, das heißt, wir können ihn erstmal auf Level 10 heben, dann den nächsten auf Level 10. Hier schon mal Dinge aktivieren. Haben wir schon mal ein bisschen ordentlich Grundschaden und damit machen wir jetzt quasi immer weiter, solange bis wir so viele wie möglich auf Level 10 haben. Und wenn wir denn nicht mehr praktisch da sind, sondern idlen, dann haben wir hier aufgrund der Dinger zumindest einen Goldzuwachs von 300%. Versuchen damit bis Level 100 zu kommen. Das Schöne ist, ich kann praktisch zwischen den Aufnahmen wieder den Browser immer schließen. Und ja, dann müssen wir halt gucken, dass wir möglichst schnell Heldenseelen fahren. Das ist halt einfach tatsächlich traurig. Aber es geht ja nicht anders. Was willst du da machen? Was willst du da machen? Ah, gut. Ja. Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal sagen, für die Folge wäre dann damit auch. Oder ich gebe erstmal wieder meine ganzen Dinger hier aus, ne? Versuchen wir noch so schnell wie möglich, so weit wie möglich zu
kommen, das wird nie im Leben was. Das ist alles Bullshit zu kommen. So, wir versuchen erstmal hier so weit wie möglich zu kommen, dann höre ich mit der Aufnahme auch auf und dann idlen wir mal ein bisschen. So. Okay, das wird nicht allzu effektiv. Ach komm. Gib mal Beat hier. So, okay. Das war's, dann würde ich mal sagen, hören wir damit erstmal an der Stelle auf. Ja, noch haben wir Insta-Kill, aber wir kommen auch wieder nicht weiter als Level 30. Was äußerst schade ist. Ja, auf jeden Fall gucke ich mich jetzt mal zwischen den Folgen um, ob ich doch irgendwie die modernere Version zum Laufen bekomme. Das hier wird ich dafür sicherheitshalber erstmal speichern. Ich überlege aber die vorhandene Datei. Kann man die nicht umbenennen? Ach Gott, Alter. Ja, danke. Ah, da fängt der Kleine an. Ja. Okay, we'll save to clicker hero save.backup. Das wäre ganz lieb. Einfach weil ich noch nicht weiß, ob das jetzt hier so eine gute Idee ist. Ich lasse mir daher erstmal alles offen. Ja, und zwischen den Folgen werde ich jetzt mal gucken, eine neuere Version zu laufen zu bekommen. Aber das ist absoluter Chaos. Das wird so absolut wahrscheinlich eher nicht befriedigend. Und wenn das echt komplett gar nichts wird, naja, dann war es halt mit dem Let's Play auch erstmal. Ist das sowieso ein Idle Game, halt also ein richtiges Ende gibt es sowieso nicht. Wird also früher oder später sowieso aufhören. Aber dann halt wohl doch eher früher als später. Schade ist es. Dran ändern kann man nichts. Von daher, schau mit V.